Hallo und herzlich willkommen bei Tip Tap Tio. Der hat schon einmal hier Erdbeeren mit Streusel, Schokolade. Schock und Cookies. So, los geht's. Hallo meine Lieben. Und wo im Sophienhof? Hallo. Papa, wo im Sophienhof? Sophienhof ist da hinten. Wir sind heute vor dem Sophienhof. Wir sind heute mal in Kiel unterwegs wieder, beziehungsweise wir gehen jetzt einmal ganz kurz zu H&M, weil Max eine Hose braucht. Vielleicht treffen wir Fans, weil wir gesagt haben, dass wir heute... Haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Papa hat die gerade vertüdelt. Nein. Da hast du es wirklich nicht. Und er braucht auch eine Hose und jetzt wollen wir mal kurz gucken, was H&M da so anbietet. Ne? Oh, hier haben wir noch ein Heißtuch hier drin. Heißtuch, ja. Heute ist es unheimlich warm. Es sind 7 Grad. Ja, und also, ja. Es ist fast wieder Sommer. Genau. So, wir sind gerade jetzt hier bei H&M und suchen natürlich jetzt erstmal für Max eine Hose und wir müssen runter. Genau. Gucken, was sie an Jeans hier anbieten. Und für dich gucken wir auch nochmal, ne? Du brauchst ja auch eine neue Hose, oder? Eine oder zwei. So, hier waren wir ja schon mal, genau. Jetzt kannst du einmal kurz gucken. Ah, ich weiß was. Du weißt was? Ja. Du hattest dich letztes Mal dafür versteckt, ne? Versteckt. Aber bitte keine schwarze jetzt, ne? Achso. Du brauchst mal eine andere Farbe. Ja. Yeah. Schwarz drauf. Du hast was? Also. Eine ganz schwarze, ja. Und schwarz. Also hier sind die eigentlich alle gut. Guck einfach mal. Genau. Und ich gehe mal noch einen Pulli für mich gucken. Genau. Und aber ich will auch Pulli. Ist hier unten oder oben? Oder Herren sind ja hier. Und wir sind hier überall gucken. Na dann. Viel Spaß. Aber falls, und ihr, du mich, versteckst dich. Falls ihr mich sucht, dann rufe ich mich an. Du bist weg. Ja. Und wir wollen jetzt Papa erschrecken. Wir waren gerade auf Klo und jetzt. Auf Klo musst du jetzt nicht sagen. Wir wollen jetzt mal die beiden erschrecken. Aber ich komme da gar nicht durch. Nee, Mäuse, ich gehe hier rum. Das sieht aber schick aus. Ja, das steht dir gut. Ey, yo, Mann, oder was? Ja, dann kann ich nicht so. Machst du das auf dem Gangster, oder was? Ey, yo. Weiß ich nicht. Aber der Pulli steht dir. Der sieht gut aus. Max holt sich jetzt gleich mal seine Hosen. Er hat sich gerade eine falsche Größe geholt. Die sind irgendwie zu lang, zu groß, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er gleich wieder. Ich glaube, heute findet hier voll im Styling irgendwie statt. Papa schnappt sich irgendwie anderen Pullis mit Kapuze. Komm! Papa hat gerade den Pulli gehabt. Er möchte ihn nicht nehmen, ja. Ich nehme ihn aber. Ja. Dann mal probieren. Ich nehme schon wieder auf. Ich gucke gerade hier nochmal kurz für Max und ich habe hier einen coolen Pulli gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gar nicht gesehen habt. Wahrscheinlich eher nicht. So ein weißen mit Schrift. Könnt ihr das sogar sehen? Ich glaube, den nehme ich mal für ihn jetzt zu gucken. Sieht gut aus. Aber L? Wahrscheinlich eher M, ne? So, Max probiert mal was an mit Papa und wir gehen einmal in deine Abteilung, ne? Ich glaube, euch ist gerade eben hier 10-mal die Treppe hoch und runter gefahren und dann gucken wir jetzt einmal. Ja? Genau, so, hier sind wir in der Abteilung für die Jungs. Bis Größe 140. Und dann kannst du mal gucken. Wir brauchen bitte schon.